Einen wunderbeschissenen guten Tag wünsche ich euch. Es ist ein weiterer Tag, wo mir mal wieder meine Videoideen ausgegangen sind. Und deshalb habe ich mir gedacht, meine Freunde, ist es mal wieder Zeit für eine absolut beschissene Episode von dem absolut beschissensten Format auf ganz YouTube. Ganz genau. Wir schauen uns heute wieder Revi-Memes an. Und verdammt nochmal, irgendwann werde ich es lernen. Ich brauche dafür keine Kopfhörer. Weil das sind Bilder und Bilder haben keinen Ton im Regelfall. Aber was ist... Seht ihr das auch? Ganz wichtig, die Notiz, rechtwinkliges Dreieck. Gleich nochmal ein Beispiel, wie ich aus einem... Ich hab kein Wort verstanden. Tobi ist mal wieder ins Internet gegangen, hat bei mir im Subreddit nachgeschaut, ob es da nicht lustige Bilder gibt. Kurzer Spoiler, nein, gab's nicht. Und ist dann weiter auf Instagram und hat sich noch durch irgendwelche verschiedenen Foren gekämpft und hat jetzt 26 absolute Top-Cack-Meme-Bilder rausgesucht, über die wir jetzt hier philosophieren, lachen und uns wahrscheinlich aufregen werden. Ich würde sagen... Wenn ihr Bock habt, kommt auf jeden Fall ins Subreddit. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr da ein bisschen Aktivität reinballert. Dankeschön. By the way, meine Freunde, falls ihr das hier gerade seht, ich bin just im Moment auch live. Also ich mache jetzt gleich noch ein Community-Event in Minecraft, so gegen 17 Uhr. Also wenn ihr da Bock habt mitzumachen, der Stream läuft heute nur nachmittags bis 18 Uhr, dann bin ich auch schon wieder offline. Meldet euch, der Link zum Stream ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Beginnen wir mit Bild Nummer 1, meine Freunde. Ja, und wir sehen hier auf jeden Fall, wenn Revi anfängt, über seine Sponsoren zu reden. Plus 10 Sekunden. An der Stelle, meine Freunde, kann ich mich wirklich nur bedanken bei Red Bull, die mich hier komplett ausgeheilt. Deine Fresse, Revi. Wenn Revi seit 6 Tagen kein RP mehr gespielt hat, ja, mein Twitch-Game momentan ein bisschen broke. Aber wie gesagt, wenn ihr den Stream jetzt gerade guckt, vielleicht spiele ich gerade sogar noch RP. Höchstwahrscheinlich spiele ich gerade RP. Dafür nachmittags und nicht abends, so wie es eigentlich angedacht war, weil ich heute Abend noch was vorhabe. Aber ey, ich spiele wieder RP. Bitte, bitte gebt mir eure Prime-Subs. Revi und Revi-Gang. Revi weiß nicht, was er posten soll. Frau Bra. Und... rein damit. Viele Leute haben mich auch gefragt, warum die Videos mit Frau Bra offline sind. Es gab da leider copyright-technische Probleme. Ich hatte nämlich einen Copyright-Strike im Anflug und habe deine Videos leider Gottes privat schalten müssen. Alle davon, weil ich im Hintergrund Musik laufen habe, für die ich nicht die Rechte habe. Arschgeile Nummer, oder? Revis Community Events, Leute mit einem Twitch-Shop, normale Menschen. Ja, so ist es, meine Freunde. Deshalb an der Stelle Ausrufezeichen Prime in den Chat hinein. Große Shoutout an alle Subgifter. Ich hab euch doppelt so sehr lieb wie alle anderen Menschen. Warum? Na klar, weil ihr bei mir Geld ausgegeben habt. What the f***? Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ich hasse euch alle equally. Das ist kein... Also, ja. Mit wem soll Revi aufnehmen? Alphastein, Paluten, Vive. Ja, und da kann man sich dann dreimal fragen, warum genau dieses Alien hier aus dem UFO rausgekickt wird. Alien aus dem UFO rausgekickt? Moment mal, das erinnert mich damals, als wir den aus dem UFO rausgeworfen haben. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es die absolut richtige Entscheidung, hier Vive aus dem UFO rausgeschmissen zu haben. Also nicht aus dem UFO. Uf, ihr versteht den. Ich brauch's nicht erklären. Ihr seht es auf dem Bild. Das Beste daran ist, dass ich dann gleich um 13 Uhr noch eine Aufnahme mit Vive habe. Revi, wenn es Vive mal wieder verdient hat, gedisst zu werden. Der Sniper. Fastest Gunshot in the West. Best English in town, it's me, Revenside. Ein doof? Ja, was soll ich sagen? Es tut der Wahrheit entsprechen. Es tut wirklich der Wahrheit entsprechen, Leute. Kein Tag vergeht, wo ich nicht aufwache und mir denke, ah, Vive. Und ich kann bis heute immer noch nicht festmachen, warum. Weil der Junge hat mir nichts getan. Aber irgendwohin muss ich meinen Hass kanalisieren. Glücklicherweise gibt es dafür Lukas. Lukas, arschgeil. Dankeschön an dich. Amazon. Wish. Oh, damn. Schlechter geht's nicht. Lukas, das tut wirklich weh. By the way, ist mir an der Stelle mal aufgefallen, Leute. Dieses Design, ja. Dieses Shirt hier. Wer, also jetzt mal ganz ehrlich, wer trägt sowas freiwillig? Und wer sieht wirklich so aus? Also ich, Leute, ich habe ja schon mit meinem Merch... designtechnisch wirklich schon echt fett reingekackt. Also wirklich, das war wirklich... Ich... Reden wir nicht drüber, okay? Aber das hier... Eviva! Oder Vive mit diesem komischen... Digga... Wer läuft denn damit rum, Digga? Das ist... Also, ich sehe nicht den Case, wo das jemand trägt und sich denkt, ey, nice! Nein, den gibt's nicht. Das zieht niemand freiwillig an, Lukas. Und ich glaube auch, dass das wirklich keiner gekauft hat. Wenn ich irgendwann damit mal jemanden in der Innenstadt sehen sollte, macht ihr auch was gefasst. Lehrer, man kann Bilder nicht hören. Und... Ja, Leute. Es sind tatsächlich die Erinnerungen, die ich euch mit auf den Weg gebe, die ewig in eurem jugendlichen Gehirn verhallen werden und ständig präsent bleiben werden. Irgendwann werdet ihr abends einschlafen und ihr werdet euer Kind anschauen. Und das Kind ist gerade eingeschlafen und ihr werdet euer Kind einfach nur mit einem... Und euer Kind denkt sich so, what the f*** ist mit meinem Vater? Hat er eine Psychose? Und die Antwort darauf ist ja, weil er damals Revi-Videos konsumiert hat. Und genau auf diesen Moment freue ich mich. Wird sau
geil. Wobei das voraussetzen würde, dass ihr alle irgendwie in irgendeiner Art und Weise Partner oder Partnerin findet und das sehe ich nicht. Genauso wie übrigens auch bei mir. Parallele Linien. Zwei Linien, die sich niemals treffen werden. Revi und seine Freundin. Geht's um meine RP-Freundin sicherlich, ne? Weil wir immer verschieden online sind bei GTA. Oder geht's darum, dass ich niemals, dass ich jetzt nicht, ne? Also, dass ich keine Freundin. Ist der Joke, dass ich keine Freundin. Ist in Ordnung. Ist ja nicht so, als hätte ich Gefühle oder so. Schon okay. Digga. Was ist das? Ist das einfach aus einem Video? Stupid. Bonk, you go to horny jail, ja. Kani an der Stelle übrigens kurz vor der Kastration. Das wird auf jeden Fall eine ganz wilde Zeit werden, wenn der Junge endlich mal seinen abgefahrenen Hormonspiegel nach unten fährt. Ich habe übrigens überlegt, das gleiche auch mit mir zu machen. Aber dann habe ich mir gedacht, wie geil wäre es eigentlich, wenn ich 200 Kinder bekomme. Revi, wenn er auf deutsche Memes reagiert. Deutsche Memes sind mir heilig. Captain zur See, wir vermissen dich. Würde gerne wissen, ob er immer noch mit seinem Patent 1, 2, 3, A, B und C und dem Patent 6 um die Welt fährt. Wir werden es niemals erfahren, aber ich gebe dem Captain recht. Deutsche Memes. Sie sind mir heilig. Wobei ich auch ehrlich sein muss, ich habe deutsche Memes zuerst wirklich verabscheut und gehasst, bis dann Leute wie Jesus von Nazareth und Judo.exe auf den Plan getreten sind und wirklich das Meme-Game endlich mal anfänglich angegangen haben. Wobei deutsche Memes immer noch mehr einem TV-Total-Funny-Clip-Gedöns gleichen. Aber wir entwickeln uns. Wir kommen dahin. Zwar sind wir 4 Jahre hinter den USA, wie mit eigentlich sämtlichen Trends, oder hinter Japan. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Deutsche Humor gut. Ich wäre gern Humorbotschafter von Deutschland mit Mario Barth zusammen. Revi, guter Content, Revi-Memes. Ja, und auch das an der Stelle, meine Freunde, ist tatsächlich eine allumfassende Beschreibung dieses Videos. Halt einmal. Revi, Marvin ist nicht schuld. Doch, Marvin ist schuld. Nach wie vor, meine Freunde, zumindest für die Leute, die hier regelmäßig in meinen GTA-Streams vorbeischauen. By the way, an alle Leute, die so YouTube-Normies sind und meine Streams nicht gucken, ich meine es wirklich ernst. Ihr verpasst High-Quality-Enter. Was laber ich hier, Digga? Meine Streams sind absolut absolut. Aber nein, wirklich, GTA ist echt fun, also schaut da mal rein. Kleiner Insider hier an der Stelle, ihr wisst alle, Marvin ist... Revi erwähnt eine Frau, der ganze Chat. Simp! Digga, das ist so schlimm, dieses Simp-Emote. By the way, verstehe ich immer noch nicht, warum bei allen Leuten das Simp-Emote weggebannt worden ist, außer bei mir. Die einzige Frau, meine Freunde, für die ich simpen werde, ist diese wunderschöne Dame mit dieser Glatze. Ich meine, schaut sie euch an. Tubor als Frau. Ist das nicht wunderbar? Nö. Ist das nicht einfach wunderbar? Nee. Nein, ist es nicht. Es ist absolute Kotze. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Mit diesem Joke reden wir nicht drüber. Ja, aber tatsächlich, sobald ich eine Frau irgendwo nur in meinem Chat habe, in meiner Reichweite, im Voice-Chat oder eine Frau zufällig durch ein Video läuft und ich sage, oh, ich bin absoluter Simp. Ja, ist richtig. Was ihr übrigens nicht wisst, ich habe damals die größte Donation bei Pokémon und Lara Loft gedroppt. What the? Das ist ein Witz, ich habe kein Geld. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Avive. Baby found in Dumpster. Nachvollziehbar. Also ich meine, das ist ja die erste Frage eigentlich, wenn das Kind geboren wird, erwartet man natürlich auch eine Antwort. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Und wenn das Kind dann tatsächlich sich erdreistet, Avive zu sagen, dann wird's ganz wild und das Kind wird mir nichts, dir nichts mal einfach in die Mülltonne gekickt. Ja, ich meine, ich bin ja jemand, der wirklich sagt, ich bin kein Freund von Kindesmord. Ist eigentlich echt ein dummer Satz. Ich glaube, niemand ist ein Freund von Kindesmord. Aber es gibt halt nun mal Ausnahmen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass euer Kind sagen sollte, kurz nach der Geburt, Avive ist mein Lieblings-YouTuber, gibt es halt oftmals dann doch nur eine Aufbewahrungsmöglichkeit für dieses Kind. Und das ist dann an der Stelle hier dieser wunderschöne Müllcontainer. Das Kind wird natürlich daran nicht versterben, sondern eine glorreiche Zukunft als Penner entgegenschauen, sich dann Avive und der Avive-Community anschließen. Ja. Ganz besonderes Hub. Sexy German Man shows his calf. Ugly Man hits him hard. Ja, die Kochstreams, auch so eine Nummer auf Twitch, die viele Leute wahrscheinlich hier von YouTube gar nicht kennen, vielleicht die Kochvideos zumindest. Da haben wir Käsespätzle gemacht und der sexy German Man ist scheinbar hier mein guter Freund Daniel und der Ugly Man bin scheinbar hier ich, der ihn einfach schlägt auf seinen Oberschenkel, seine Waden. An der Stelle, Daniel hat wirklich unfassbare Waden. Also ich meine das ernst. Diese Waden. Köstlich, Digga. Zucker. Was? Wenn Revi ein Meme von mir sieht, Huzza, a man of quality. Ich weiß es nicht. Es gibt qualitativ hochwertige Memes, aber es gibt keine qualitativ hochwertigen Revi-Memes. Da ist an der Stelle einfach mal zu unterscheiden. Wobei, wir entwickeln uns. So wie die deutsche Meme-Kultur sich entwickelt, entwickeln sich auch Revi-Memes. Ich glaube, ihr seid alle entweder eins, viel zu jung,
oder viel zu dumm. Bernd, 27, führt eine Dreierbeziehung mit seiner Mutter und dessen Freundin. Hilf mir. 91.660.940.000 Aufrufe. Ja, gut, alles klar. Das auf jeden Fall an der Stelle war es komplett. Also ich meine, ja, das Roleplay von mir, meiner Mutter und meiner Freundin bei GTA. Ich kann das euch nicht erläutern. Ihr guckt meine GTA-Streams nicht alle auf YouTube, ihr verfickten Normies. Ich habe zwei Communities, einmal auf Twitch und einmal auf YouTube. Die Überschneidung ist ungefähr gar nicht da, weil ihr meine Streams nicht guckt, weil ihr nicht versteht, was ihr verpasst. Ah! Mutter, was machst du heute noch? Ich schaue den Stream von Revi. Und an der Stelle muss ich ganz ehrlich wieder sagen, ist es wieder soweit, ich würde mir wirklich gerne einen Strick nehmen und mein Leben hier, ach, ist ja auch egal. Nee, ist absolut lustig, weil ich ja mit R-E-H geschrieben werde. Man kennt das. Bernd, hinter seiner Mutter Lolita mal wieder komplett stoned. Ja, es ist auch wieder ein GTA-Meme, ihr werdet es nicht verstehen, weil ihr tatsächlich nicht meine Streams guckt. Stell die Zutaten auf deine Seite vom Tisch. Tim, Revi. Was? Deine Seite vom Tisch. Tim und Revi. Habe ich irgendwas? Worum ist es? Gewitt, ich habe keine Ahnung, wozu dieses Meme relaten soll. Es ist einen Monat her, mein Gehirn ist Käse. Ja, und auch hier nochmal ein GTA-Meme, was ihr nicht versteht, meine Freunde. Bernd Wolter ist, ich erkläre es euch nicht. Schaut es euch einfach selber an. Ja, Grüße an der Stelle nochmal meine Community, die mich hier jedes Mal mit der Sim-Bombe hittet. Ich glaube, bevor wir jetzt hier weiter einen Deep Dive in meine Twitch-Community machen, meine Freunde. Ja, das sind alles Memes, die ihr nicht versteht. Ja. Reden wir, Leute, das war's von diesem Video. Schaut einfach ab demnächst meine Streams, wirklich. Weil, danke, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.